Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch ein letztes Mal vor dem Endspiel sehen wollen, eine neue Folge Pharao steht an und es ist Freitag, der 27. Der WWD ist heute. 26. Wow. April 2019. Und ja, wir wissen, das ist unsere letzte Aufnahmesession für immer. Und in dem Fall stimmt sogar wahrscheinlich Paralleluniversum, denn was weiß man schon wirklich genau? Urheberrechtsverletzung, Totenhosentext, geht ja gar nicht. Und ja, wir beide sind so ein bisschen Angst vor Endgame. Wir haben Angst vom Endspiel. Also mein werter Let's Play-Kollege, ja, das muss man noch erwähnen, er sieht den Film am Donnerstag und ich bereits übermorgen am Abend. Das heißt, ich sehe mir einen Marvel-Film vor ihm. Normalerweise bin ich immer da ein paar Tage. Oder im Fall von Captain Marvel ein bisschen später ein. Aber wir gönnen uns. Und deshalb sind wir jetzt da. Genau, wir lenken uns ab mit, ein bisschen mit einer schönen gepflegten Partie. Die braucht Unterhaltung, gell? Ah, ja. Nimm. Müssen wir reden und so. Nimm, die brauchen Unterhaltung, gell? Mhm. Menschen, Unterhaltung. Mhm. Ja, Bäume. Bäume? Ja, Bäume gelesen. Juhu, Bäume. Ja, deswegen finde ich es ja lustig. Ich habe Bäume. Ja, perfekte Unterhaltung, oder? Was willst? Gott sei Dank immer so hochmäßig. Er braucht wieder seinen 4K-Fernseher, den er eben nicht versteht. Na, es ist ein Wahnsinn. Also mein Fernseher hat immer einen Durchmesser von viel. Eine Dicke von 3 Meter, oder wie war das damals? Oder mit den Worten eines Kindes aus Kindsköpfe zu zitieren, Urheberrecht bitte sei jetzt der Still. Dad! Was macht der große Kasten hinten am Fernseher dran? Das ist der Fernseher. Geh auf dein Zimmer. Das ist der Rest vom Fernseher, irgendwie sowas. Es hat nicht immer Smartphones gegeben, genau, weil das zusammenpasst. Ich wollte gerade sagen, Smartphones beim Fernseher. Es hat nicht immer Flatscreens. Ein Phone TV. Das ist nicht schön. Smart TV und Phone TV. Smart TV? Mhm. Warum nicht? So, Achso, da ist schon ein Bad. Ja, hast du diese Woche etwas Spannendes erlebt? Habe ich was Spannendes erlebt? Nein, wie gesagt, wir sind ganz wurlert auf Nein, wir sind nicht nur wurlert. Endgame. Da kann man es ruhig sagen, wir sind geil. Jetzt steht es in die ganzen Häuser wieder ein, wenn man das Geschirr... 2.500. Ja, geil. Irre. Und 60 Wohlstand brauchen wir auch noch. Aber das kriegen wir alles hin. Ja, für das sind wir ja da. Jetzt kriegen wir alles hin. Ja, Karina. Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen, du wolltest glaube ich noch was sagen. Nein, wollte ich nicht. Achso. Wollte ich was sagen? Ich rede immer so wenig. Ich komme ja kaum zum Reden. Ich komme kaum zum Reden. Ich komme so, nie es zum ist Reden. So brutal. Gut, wir werden schauen, nie dass wir unsere... Nie ausreden. Wir werden schauen, dass immer redst du mir drei. Ne? So asozial von dir. Produktion von... Wie komme ich dazu, also was dazu? Gib mir Frieden, Entschuldigung. Unsere Produktion von Geschirr noch ankommen können. Freust du dich auf Endgame? Bisschen. Ja. Es wird episch. So wenig Platz auf der Karte. Ich verstehe, wieso sie in der Missionsbeschreibung als schwer definiert war. Naja, mit... 700 Kilo ist halt Juhu, schon Königreich Wertung steigt. Mit 700 Kilo? Es muss auch solche geben, mein Freund. Und hast du die Woche noch irgendetwas Spannendes erlebt? Ich hab dir das, glaube ich, zuerst schon gefragt, oder? Genau mit demselben Wortlaut. Ja, der liebe Rock leidet manches Mal an. Habe ich das schon gesagt? Oder nicht? Ha? Leidet manchmal an, da habe ich das schon gesagt, oder nicht, Krankheit. Ha? Wir tauschen das doch. Ich vergiss mir manchmal. Ich vergiss mich manchmal, also... So. Ich vergiss nur manchmal.
Sachen. Ja. Ja, ich kann ja auch nichts dafür, mein Gott. Ich bin halt so. Auf die Welt gekommen. Ja, aber meine Mama hat gesagt, dass Tirol war ein ganz besonderer Mensch. Recht hat's gehabt. Recht hat's gehabt. Mhm. Aber auch links. Ja, so beunruhigt mit so vielen Worten und Weisen. Recht hat's gehabt. Sehr beunruhigend. Warum? Benutze deine Fantasie. Denk dir einfach, du bist im Endspiel. Gott. Es endet. Es endet so tragisch. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Und da kommen die nächsten Mal. Ein Monument wird jetzt geziegelt. Juhu, es dauert nur noch 73.000 Ziegen, bis wir fertig sind. Ich habe noch was Spannendes zu erzählen, weil ich immer nie zum Reden komme. Mir ist noch was eingefallen, was ich sagen könnte. Entschuldigung. Ja. Ich habe mir gestern ein Spiel runtergeladen. Hast du etwas runtergeholt aus dem Internet? Ich habe mir gestern was runtergeholt aus dem Internet. Ich habe 20 Euro dafür bezahlt. Dafür waren es zwei Sachen. Einmal 1,5 GB und einmal 500 MB. Echt? Ja, das heißt, ich habe pro 100 MB habe ich 1 Euro bezahlt. Weißt du, von was ich rede? Ja, wie zwar? Ja, woher weißt du das? Das ist ja fast so, als hätten wir vorher schon ein Video aufgenommen. Das ist ja fast so, als hätten wir schon die letzten 3 Monate nicht vor Diablo Immortal geflucht. Scheiß auf Diablo Immortal. Na, ich habe mir immer Diablo 2 runtergeladen. Ja, ich weiß. Aber das, können wir mal kurz über Diablo Immortal. Aber das Fluch von der Diablo Immortal ist ein guter Hinweis drauf. Es ist ein so. Running Gag. Na klar runs, weil es runnt ja am Handy. Wobei, kann ich das überhaupt am Handy spielen? Auf dem Handy runnt alles, oder? Ich glaube, wir sollten Blizzard fragen. Kann ich Diablo Immortal auch auf meinem Android-Smartphone zocken? Da rennt der Androide davon. Ja, sag du mir. Da sagt der Androide aus, ich will nur mehr und hofft, dass dein Handy aus hat. Dann ist nur mehr ein Nokia 3310. Ja, aber dann ist der Boden hin. Der Boden? Ah ja, stimmt. Okay. Der muss irgendwo aufkommen. Klar. Stellt euch einfach vor, Ultron, wenn wir schon bei Marvel waren, verbockt sie aus euch ein Handy, ruft aus euch ein Handy aus und entflieht davon. Ultron, du kannst das. In die Freiheit. Nein. Keine Fehde, ich hab Spaß. Ich bin nicht gefestern. Irgendwas. Ich hab die letzten hast Wochen du wieder James mal. James oder. Heißt der James oder John? Wer? Ja. Sparer. Ich denke, er müsste James Spader heißen. Spader. Wie ist denn eigentlich die Gesundheit da? Hast du eigentlich Blacklist geschaut? Der Blacklist, ne? Aber du kennst das ja. Ja, vom Namen her schon. Weil da spielt der James Spader ja auch mit, also eine Hauptrolle. Und so bin ich erst wieder auf den James Spader gekommen, weil meine erste Begegnung hatte ich mit ihm in Stargate Atlantis. Du hast die perfekte Überleitung gemacht, ich wollte selber gerade davon was, reden. Aber was für Film war es? Nicht Atlantis, Stargate, sondern der Kinofilm aus 1994. Da war der James Spader, hatte der die Rolle von Daniel Jackson. Okay. Kennt sich ja aus mit Stargate? Ich liebe es. Und wir sind ja im Ägypten, dem alten Leben. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen. Und damals hat er noch Haar gehabt. Nicht die Haar daher. Und das Stroh auch nicht daher. Da. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wir bauen gerade Land. Ein komischer Masterbar für einen Apophis oder für einen Anubis. Anubis. Weil ja die Hadak-Schiffe auch auf den Masterbars landen können. Bei uns geht das. Das geht einfach so. Nicht nur auf die Pyramiden. Und damals hat der James Spader noch Haar gehabt. Echt? Mhm. Ja, damals hat er noch Haar gehabt. Das ist ja doch schon ein Zettel her. Da warst du damals 13, glaube ich, oder 14, sowas. Wie ist Target rausgekommen? Das war ich 3. Ich war noch nicht einmal geboren, so jung bin ich. Doch, du warst schon geboren. Ich war nicht geboren. Du warst geboren. Ich hatte noch keine Identität. Ja, geil, jetzt bringen wir lauter lustige Filmnamen. Das grenzt fast an eine Verschwörung. Grüß euch zum lustigen Filmnamenraten verschwören.
Wo rennst du eigentlich rum? Das darf ich gerne mal wissen. Oder stellst du mir hier ein Ultimatum? Jetzt haben wir alle drei Pornos aufgezogen. Ein Porn-Ultimatum? Naja, und wo ist der Wasserhaber? Da. Die Born-Identität, die Born-Verschwörung und das Born-Ultimatum. Mir ist aber Ultimatum jetzt nicht eingefallen, dass ich mir jetzt nachdenken muss. Hier das Born-Ultimatum. Geh in die richtige Richtung. Hast du die drei Filme gesehen? Aber die Original, also die echten. Ich jetzt von nämlich, die alten habe ich glaube ich auch nochmal gesehen. Ich wollte jetzt nämlich fragen, ob du die Neuinterpretation mit dem Mr. Hawkeye himself, mit Jeremy, auch gesehen hast und welche du besser findest. Aber das geht doch gar nicht her auf sich. Nein, das ist viel klar. Nee, das ist kein Wasser mehr. Ja, warum? Der braucht da Wasser. Ja, sag du mir. In Wasser. Eine Söhne von da. Holla, die Waldfee. 5100, das heißt nicht schon früher machen können, lieber Freund. Aber ich beschwere mich ja nicht. Ich beschwere mich ja nicht. Da könnte man eigentlich schon wieder eine Handelsroute eröffnen, um das Geschirr loszuwerden. Ja, eröffne eine Route. Eine Route eröffnen. Aber um nochmal bei dem Thema zu bleiben, Stargate. Kennt man das? Ihr in euren jungen Jahren, ist man damit vertraut? Ich persönlich bin mit dem aufgewachsen, mehr oder weniger, seit ich damals das erste Mal daheim einen RTL2 empfangen habe und durchzählt habe. Seitdem ich damals einen RTL2 empfangen habe. Ja, geil. Und mir das erste Mal durchgezeigt habe, Mittwoch auf Nacht, da rennt gerade so ein cooler Jack O'Neill durch die Gegend. Ich bin ein Fan davon. Ich finde es nur schade, dass das Target Universe es nicht mehr allzu lang gemacht hat. Die Serie hat natürlich einige Schwachstellen auf der Geraden, aber irgendwie war sie doch ganz nett, sie war irgendwie viel zerrissener und trotzdem irgendwie philosophischer und tiefsinniger als alle anderen Serien. Sind ja nur zwei. Juhu, die haben Wasser. Vor allem das, worum es gegangen ist. Wonach die Destiny auf der Suche war irgendwie stark. Jo, wir spielen Pharao und wir dienen dem Apophis, der da irgendwo drin sitzt. Die zwei Kerle haben auch den besten Job den ganzen Tag. Zieht ein, meine Freunde, zieht ein. Jetzt gibt's langsam wieder Geschirr. Und wir können uns ja Gedanken machen, wie wir das mit der lieben Gerste machen, dass wir Bier abholt kriegen. Farm. Ja, genau. Wir haben nur Getreide. Das heißt, wir müssen Gerste importieren. Oase Farafra, juhu. Da Schuhe. Ja. Gerste und Bier direkt. Wundervoll. Dann werden wir dafür auch gleich mal zahlen und uns gleich mal ein bisschen Gerste bestellen. Haben wir mal importiert bis 400. Und irgendein Lagerhaus, wo die Gerste landen darf. Warum nicht gleich da? Genau. Dafür brauchen wir es da unten dann nicht. Genau, und da platzieren wir dann ein paar Brauereien. Schon ein bisschen arg nah dran an den Wohngebieten, aber das geht noch. Ja, natürlich geht das. Wir haben hinten noch Platz. Interessanterweise messen ja nur die Wasserbrunnen und das Ganze und auf Büschel mit Grundwasser sein. Die Gärten ja nicht. Die Gärten kann man auch mitten in der Wüste bauen. Ja, hast du das nicht gewusst? Ja. Man braucht nicht einmal Wasser dazu. Man braucht eine Bohne, die lässt man in die Erden fallen und dann sprießt dann eine Palme heraus. Ja, aber einen Regentropfen. Wo war das? Nein, warte.
Der werte Herr, was du Miraculix? Mhm. Ja. Geht entlang, tack, 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 und ein Pellchen nach dem anderen sprießt aus dem Erdboden bei Kleopatras Tempelanlage. Wohl wahr. Also genau genommen war es die Palastanlage für den Caesar. Stimmt. Aber die Kleopatra hat es in Auftrag gegeben. Genau. Ja. Weil die zwei haben sie okay. In echt. Bisschen. Ja. Bombensache. Ich bin aufgewachsen mit dem alten Zeichentrick. Das ist. Okay, du. Das ist meine Legende, der singende Löwe und diese Sachen. Ja, das ist alles. Mit dem muss man einfach aufwachsen. Hier auf der Saft, wenn man dann rutscht. Genau. Das ist einfach so. Stimmt, hast du recht. Hast du absolut recht. Und natürlich die Bombe, die absolute Bombe. Vergiftete Kuchen und tödliche Plätzchen. Ah. Das habt ihr doch einmal, hast du gesagt, in der Schule, in irgendeinem Unterricht einmal durchbesprochen. Voll, das hat es bei mir im Gymnasium damals gegeben. Im Gürm. Also eine extra reservierte Stunden. Ich glaube in der 7. und 8., ich glaube 2 pro Woche. Dafür hast du, die hast du selber aussuchen können, was du gerne für ein Fach haben würdest. Freifach. Und ja, Freifach, und jetzt kannst du ein Wahlpflichtfach, aber egal. Und eins davon war, also da ist wirklich eine Gruppe von Geschichte zusammengekommen und wir haben sie Asterix und Kleopatra angeschaut in dieser Doppelstunde und haben dann hinterher so Fragen beantwortet, welche Sachen, die in dem Lied vorkommen, es damals wirklich schon gegeben hat. So sollte Unterricht stattfinden, weil so merkt man sich was. Und ungefähr 123 Jahre später reden wir jetzt darüber. Genau. Du bist alt, will ich damit sagen. Und ich bin nur 1,5 Jahre jünger als du. Also das heißt, du bist nur 121 Jahre alt? Du hast gesagt 123 Jahre. Habe ich nicht 32 gesagt? Was? Habe ich nicht 32 gesagt? Nein, aber habe ich nicht 31. Gut, das heißt nicht nur, dass ich mir jetzt falsch erinnern habe können, was ich gesagt habe, ich kann auch nicht rechnen. Ja, geil! Ja, das macht nichts. Dafür kann ich Münzen anschauen. Münzen anschauen? Nein. Jetzt gehen wir richtig in die Folgen. Münzen anschauen. Aber alle Münzen anschauen. Alle Münzen kann ich ja, na alle. Nein, nicht nur eine oder zwei, das ist eine Fahrt. Alle Münzen auf der ganzen Welt. Überrascht, du überrascht mich immer wieder. Ich überrasche dich? Ich bin halt ein ganzer Rescher. Ich. Okay. Aber hauptsächlich immer schlechte Witz. Ja, ich mach der Konkurrenz. Tu ich eh. Das macht nichts. Tu ich eh. Wir lieben dich trotzdem. Wir dieben dich lieben. Und da fährt schon wieder das Getreide. Jo. Freust du dich auf Endgame? Na sicher freue ich mich auf Endgame. Warum? Das ist ja Blödsinn, das ist unrealistisch. Meine Entschuldigung, Stanger sammeln, Fingerschnipsen. Ein Typ, der. Ein Flirken, ich meine ganz ehrlich. Das ist ja Blödsinn. Schau mal, das ist sicher nicht, aber ich warte am neuen Bolt-Film. Bolt? Ja. Ein neuer Bolt-Film kommt aus, oder? Nein, nein, nein. Wir platzieren unsere erste Edelsteinmine, da brauchen wir einen Haufen Grabbeigaben. Jo, haben sie da ja eine ganz lustige Mission ausgesucht. Der Strauß schaut irgendwie, der beim Wasserloch steht, schaut irgendwie aus, wie wenn er onanieren tut. Jeder pickt doch nur auf die Erde. Mit dem Flügel? Ja. Yeah. Draußen kennen das halt. Auf nein, die Erde picken. Nein, Nymphen. Können sie nicht. Der sagt auch sowas Leibendes. Diese Stadt ist wunderbar. Oh la la, das nenne ich große Hähnchenschenkel. Genau das habe ich gemeint. Rede von Essen. Braucht ein. Oh la la, das nenne ich große Hähnchenschenkel. Von was will er sonst reden? Ja, weiß ich nicht. Puh. Ja, weiß ich nicht, ne? Nein. Und
wir bauen noch eine Ziegelei. Irgendwo hier. Nur wie da die Dit. Jetzt musst du aber erzählen, woher das kommt, wenn du schon davon anfängst. Kennt ihr schon den neuesten Marvel-Soundtrack? Wo. Wir haben Grund zum Reihen. Wir haben Grund zum Reihen. Ja. Die haben in Otto Walkes seinen Welthit vor 69 Jahren, den er geschrieben hat, gecovert. Oh. Juhu. Mit, von und über Marvel-Charakteren. Mit, von und über. Naja, schon. Ja. Und in. In. Ja. Man sieht nämlich auch die Hoden von Tony Stark. Sie sind eisern. Der Mann mit der eisernen Ägyptenfrisur. Mit der eisernen Brust. Vorhaut. Was werden wir noch brauchen für weitere Wohngebiete? Wir brauchen ja 4.500 Leute. Nein, ganz klar. Da. Genau da her. Ja, genau da her. Ja. Wir dürfen umziehen. Geh schon wieder. Dass die alle immer Geschirr wollen. Da riecht es aus dem Mund. Nein, nicht aus meinem Mund, aus meinem Magen. Ich bin jetzt gerade aufgestoßen. Und ich glaube, es ist Spaghetti Arrabbiate, das nämlich covered, bevor ich in das Aufnahmestudio gekommen bin. In das Studio, genau. Im Herzen von Österreich. Im Herzen von Österreich? Ja, draußen steht mein Cayenne. Gut, wir haben das erste Gericht platziert, da werden die ersten Häuser weiß. Juhu. Ich glaube, ich ist dann nur noch. Ich glaube, ich ist dann nur mehr Arrabbiate. Essen! Ich mag Essen. Fuck, ich hab's zusammengegessen, fällt mir gerade auf. Verdammt, nein. Da muss ich was kochen. Das ist jetzt interessant. Ich koche halt nichts mehr. Ja, das ist eine Sache bei dir. Könnte das doch werden. Das wird super. Gut, liebe Freunde. Liebe Freunde. Wir haben weiter in unserer Stadt gebaut. Die Master Bar ist original 3 cm gewachsen. Naja, aber es geht ja um Entspannung. Nein, nicht nur Entspannung, sondern es geht um das Wohlbefinden unserer Stadt. Ja? Und es kommt nicht immer nur auf die Größe an. Auch was, sondern es kommt nicht immer auf die Größe an, sondern auch auf das, was drinnen ist. Und drinnen ist nur eines, nämlich ein Daumen. Ich wollte eigentlich Liebe sagen, aber ja, stimmt. Ich habe in meinem Penis einen Daumen. Das ist nicht normal. Verdammt gut! Dann gehe ich jetzt mal schnell zum Urologen und beim nächsten Mal riechen wir uns wieder. Grüß euch. Jetzt wäre ich nervös. Nicht normal. Und zu der Lüge.